Tja, liebe Freunde, direkt live aus meiner Küche, weil ich mir gedacht habe, es muss das Video wieder raus. Ja, wieder schlechte Nachrichten. Six All in the Mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video an zu später Stunde. Ich droppe das Video heute auch gleich. Ja, es wurde ein weiterer Typ geschnappt. Ein weiterer Typ, es wurde eine weitere Anschlagsserie verhindert. Und ein weiterer Typ, der schon in diesem Milieu verkehrt hat, wurde aufgespürt und geschnappt. Was soll ich dazu sagen? Irgendwie schnappen die jetzt zur Zeit alle diese Leute. Ja, was natürlich nicht verkehrt ist. Aber wie wär's, wenn man die Grenzen schützt und die Grenzen schließt? Ja, Grenzen schließen wäre mal nicht schlecht. Ja, was soll ich sagen? Die haben einen Typen wieder aufgespürt, der was geplant hat. Ja, und ja. Zum Weihnachtsmarkt wollte er und am Weihnachtsmarkt hat er was geplant gehabt. Die haben ihn aufgespürt und haben ihn außer Gefecht gesetzt und ihn auch festgenommen. Tja, eine weitere Tat wurde verhindert. Schon, das sind dann insgesamt schon drei. Ein Typ zu Hause mit einer Attrappe, ein Typ mit einem Rucksack, der Rucksack liegen hat mit Absicht und jetzt der dritte. Also, ja, hiermit ist die Sicherheit in Deutschland auf jeden Fall flöten gegangen. Ja, also Deutschland ist offiziell Guatemala, ja, Caracas, ja, Venezuela. Wir haben venezuelische Verhältnisse in Deutschland, ja, Lateinamerika, Alter, Südamerika mäßig. Was soll ich dazu sagen, liebe Freunde? Sagt ihr doch mal was in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr so kommentiert. Ja, aber beim Friseur sieht ja fresh aus. Und hat es wieder nötig gehabt, bitter nötig zum Friseur zu gehen. Tja, es ist bitter. Es ist bitter, was da wieder so auf uns zukommt. Und ich habe euch ja im letzten Video gesagt, dass ihr aufpassen sollt. Vor allem zu den Weihnachtsmärkten, ja, an der Weihnachtszeit, zu Weihnachtszeit, in den Weihnachtsmärkten. Nicht mit euren Familien. Vor allem, wenn ihr dahin geht, nicht so lange bleiben. Eine Stunde, eine halbe Stunde. Und dann immer aufpassen und sich dann komplett irgendwie, keine Ahnung, Alter. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich jetzt an vollen Orten mit meiner Familie irgendwo rumeier. Ja, mit Kind auch noch. Und ich will mir gar nicht auszumalen, was da abgehen würde. Irgendwas geht da hoch oder irgendein Kranker läuft da rum. Und ja, und du bist da mittendrin so. Boah. Kranke Welt, wirklich. Also, dass es keine Sicherheit mehr gibt, haben wir jetzt geklärt. Und ja, ich würde trotzdem nochmal ein Lob aussprechen an die GSG 9 oder wie auch immer, was wie auch immer die da aufgespürt hat, diesen Typen, und festgenommen hat, nachdem er alles geplant hat. Polizei, der Staatsschutz, wie auch immer. GSG 9 sind doch die Leute, die man ruft, die dann kommen, wenn jemand da schwer bewaffnet ist. Genau. Gut, mein Fehler. Auf jeden Fall haben sie herausgefunden, haben natürlich auch alles abgehört. Ich glaube nämlich, dass es deutschlandweit überall abgehört wird. Ja, also jeder wird abgehört. Unsere kleinen Telefone hier sind ja auch so Transmitter. Die werden ja auch dafür genutzt. Ich glaube, dass selbst wenn das Handy aus ist, ich meine, wie spürt man so einen Typen sonst auf? Ich glaube nämlich, wenn das Handy aus ist, wie in dem Falle jetzt, dass das trotzdem so noch eine gewisse Akkukapazität hat, dass das Handy dich sogar abhören kann und dass das Abhörapparat sozusagen auch mit einem gewissen Code fungiert. Ja, dass wenn du so ein, gibt ja wahrscheinlich so Stichwörter, die auf so einer roten Liste stehen beim Abhörgerät, ist das vielleicht so am Apparat, keine Ahnung, wer am anderen Ende zuhört, ob das ein Algorithmus ist oder ob das Leute von dem Staatsschutz sind, ja, dass da gewisse rote Worte irgendwie auf der Liste stehen. Und wenn du das dann sagst, öfter mal sagst, dass dann sozusagen der Staatsschutz sich dahinter klingt und dann näher zuhört, was du zu sagen hast, ne? Und dann, ja, wie gesagt, die Kommunikation heute ist ja das A und O. Die können mit diesen Dingern heute alles machen. Da kommst du nicht drum herum. Wir werden nicht nur abgehört, wir werden auch geguckt, wir werden geschaut.
die Kameras frontal. Wieso gibt es so eine Kamera frontal heute? Ja, nur für Selfie? Nee, glaube ich eher nicht. Guck mal hier, wenn du damals Selfie brauchtest, hättest du einfach nur so umdrehen können. Dann haben sie die Selfie-Kamera eingeführt. Ja, und die wird von Jahr zu Jahr immer besser. Ja, mittlerweile 12 Megapixel. Bei Samsung ist sie sogar schon auf 20 Megapixel. Stell dir das mal vor. Die Frontkamera ist auch nur da, um zu checken, wer du bist. Gesichtserkennung und sowas. So haben die den Typen wahrscheinlich auch bekommen. Ja. Ja. Ihr kennt es ja selber. Ihr kennt es ja selber. Ich glaube, dass da intelligente Algorithmen dahinter sind. Ja, verzeiht mich, ich bin ein bisschen müde. Ich mache das Video jetzt hier um ein Uhr noch was. Und ihr kennt das, wenn ihr euch was wünscht oder es, keine Ahnung, mal ausgesprochen habt, neben eurer Familie oder irgendwie, keine Ahnung, neben eurer Frau oder sonst wo, dann dass diese bestimmten Schuhe plötzlich im Internet auftauchen und euch direkt vor die Fresse kommen. Wie als könnten sie Gedanken lesen, ja? Und das ist ja das Ding so mit der neuen Welt hier. Das ist, ihr werdet nicht nur abgehört, ihr werdet auch gecheckt. Ja, also die hören auf jeden Fall zu. Ja, auch in dem Moment, wo ich das Video mache und das Handy neben mir ist. Die hören zu jeder Zeit zu. Und die bestimmten Algorithmen, denke ich mal, ich glaube nicht, dass da irgendwie lebende Menschen dahinter sind. Zuerst sind da nur Algorithmen und dann lebende Menschen dahinter. Tja, wenn du ein paar Mal das Wort B sagst, B-O-O-M, ja, oder B-O-M-B, ja, dann M-B-E, genau. B-O-M-B-E. Das öfter mal sagst, dass die Algorithmen das auch weiterleiten an die Zentrale und die sich dann bei dir einklinken und alles abhören, was du machst. Ja, und dann, wenn du das irgendwie planst oder sich mit jemandem verabredet hast, dann checken die dich ab. Und so haben die ihn bekommen. Ja, also wie gesagt, Sicherheit geht natürlich vor. Ich frage mich dann trotzdem, wie sowas passieren kann, wenn sie doch die Macht haben heute, jeden abzuhören, wieso trotzdem Unheil passiert. Wahrscheinlich ist es dann gewollt, wird ein bisschen durchgelassen. Ja, Brot und Peitsche nennt man das, ja, um die Menschen so ein bisschen in Schach zu halten. Ja, naja, was soll ich dazu sagen? Die Sicherheit in Deutschland ist nicht mehr dieselbe und die wird auch nie wieder gewährleistet werden. Ja, da sind hohe Mächte dahinter, die es wahrscheinlich so haben wollen. Keine Ahnung, ich kann nur spekulieren. Ich kann nur Fragen stellen, keine Feststellungen machen. Tja, wer geht dieses Jahr von euch auf einen Weihnachtsmarkt? Einmal in die Kommentare. Ich bin sogar sehr, sehr gespannt und lese mir alle Kommentare durch. Krank. Wo sich heute Deutschland befindet. Sehr, sehr krank. Ja gut, das war's dann auch schon. Ich wollte das nur ansprechen. Und ja, ein junger Mann wieder verhaftet worden, der sich radikalisiert hat. Schlimm genug. Tja, Kinder fallen immer mehr drauf ran, ne? Also Jugendliche an sich, junge Erwachsene sind sehr, sehr anfällig für jeden Scheiß. Denen kannst du alles erzählen. Und das ist das Problem so. Unsere Gesellschaft ist in verschiedenen Zweigen abgedriftet. Und die neue Generation ist heute, würde ich sogar sagen, die schlimmste in den letzten 20 Jahren. Ja, seit den letzten 20 Jahren. Jetzt die allerneueste, jetzt Gen Z, Generation Z. Die Kids von 14, 15 bis, würde ich sogar behaupten, 20 sind komplett, Alter, andere Welt. Wirklich Außerirdische sind das. Ja. Das war's, mehr habe ich nicht zu sagen. Ein weiterer Typ wurde gefasst. Migration halt, ne? Migrationshintergrund, wie immer. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Ja. Er kann auch ein Deutscher gewesen sein. Um die Medien lügen und sagen, weiß ich nicht. Aber jetzt erstmal heißt es, Migranten, die das geplant haben, einer von denen, der sich radikalisiert hat, leider. Mein Name ist J6 und in dem Mix, ich bin auf die Kommentare gespannt. Ich lese mir alles durch, wie immer. Abonnieren nicht vergessen, ja? Und ja, ab morgen dann wieder ein ganz normaler Content, weil ich habe jetzt viel zu tun gehabt Richtung TikTok und YouTube Shorts. Es gibt sehr, sehr viel zu tun. Ich komme hier mit den Videos auch nicht hinterher. Auf YouTube habe ich halt die ältere Community, ne? Auf TikTok sind Kindergarten-Community, ist klar. Jüngere. Aber ja, man muss vielseitig sein. Das war es meinerseits. Bis zum nächsten Mal. Six, all in the mix.
Danke euch fürs Zugucken. Liebe Grüße aus Berlin, hier direkt aus meinem Zuhause, in meinem Büro, aus der Küche, verkleidet als Küche. Bis zum nächsten Mal. Peace. Was meint ihr dazu? Ich lese mir alles durch.